Ja, herzlich willkommen heute zu unserer Buchpremiere zur Reihe der Bücher für Klein und Groß, die wir im letzten Jahr eröffnet haben mit diesem Buch, das hier zu sehen ist, von Teresa Balthé verfasst, schon in den 80er Jahren geschrieben. Und erst vor wenigen Jahren wiederentdeckt, kann man sagen. Ein Buch, das inspiriert wurde von einer Serie von Bildern, die Fische darstellen, des Künstlers Hein Semke, ein Hamburger Maler, Grafiker, vor allem aber Bildhauer, der in den 30er Jahren, wenn ich nicht irre, 1932, nach Portugal emigriert ist, nachdem er vorher nach dem Ersten Weltkrieg, wo er als Soldat diente, in Hamburg an verschiedenen Aufständen beteiligt war und dann wegen Anarchismus 5 Jahre in Einzelhaft verbracht hat, bis 1929. Ja, und dann mit einer Unterbrechung von, ich glaube, 3 Jahren nochmal zurückgekehrt war nach Deutschland. Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, wo er dann Bildhauerei studiert hat, um dann endgültig ja, seinen Wohnsitz in Lissabon zu wählen. Und da lernte er dann diese Autorin kennen, Germanistin Teresa Balthé, die den Versuch unternahm, zu den Bildern, die sie bei ihm entdeckte, eine Geschichte zu schreiben. Und ja, es gibt also, um das vielleicht vorwegzunehmen, drei Protagonisten in dieser Geschichte. Teresa Balthé selbst tritt auf als Ich-Erzählerin, Hein Semke tritt auf als Hein oder der Maler und ein Junge, circa 10 Jahre, kann man sich vorstellen, namens Sebastian, der das Wochenende bei der Ich-Erzählerin verbringt, weil seine Mutter arbeiten muss, eine Freundin der Erzählerin. Und statt ihm irgendein Buch vorzulesen, erzählt sie ihm die Geschichte vom Fischbuch. Ich blätter jetzt mal noch um, bevor ich anfange zu lesen. Hier sieht man die beiden, also den Maler Hein Semke rechts und die Autorin Teresa Balthé links. Ja, ich blätter jetzt noch ein bisschen in dem Buch. Es ist ein Buch, das auch von den Bildern lebt, die hier reproduziert sind. Also der vollständige Zyklus ist hier auch im Buch enthalten. Und ich beginne jetzt mal zu lesen. Es war Oktober. Es regnete. Im Oktober, im Herbst regnet es immer viel. So viel wie heute? Fast. Auf alle Fälle fällt vieles vom Himmel herab. Regen, Schnee, Hagel oder Blätter von den Bäumen. Und es war Sonntag. Und es regnete? Wo war denn die Sonne? Fragte Sebastian. Hinter den Wolken versteckt oder versunken. Ein Regentag also, sagte er. Ja, ein grauer, trüber Tag. Hein mochte keinen Regen, wenn er arbeitete. Wer war Hein? Der Maler. Der Maler, der malen wollte. Was wollte er denn malen? Das wusste er selbst noch nicht, nur dass er malen wollte. Er machte das Licht im Zimmer an. Maler brauchen Licht, Tageslicht oder elektrisches Licht. Und manchmal Wasser, wenn sie mit Wasserfarben malen. Regenwasser? Möchte Sebastian wissen. Oder Wasser aus der Leitung, antwortete ich. Und sie brauchen Pinsel und Papier, Blätter. Die Blätter, die von den Bäumen fallen. Papierblätter. Manchmal beide.
Ein großes Papierblatt lag auf dem Tisch, fuhr ich fort. Und der Maler? Fragte Sebastian. Der Maler schaute aus dem Fenster hinaus. Er sah den Regen fallen und das Blatt Papier auf dem Tisch. Es fiel ihm ein, den Regen zu malen, aber er war ihm zu nass. Und es wäre auch unmöglich. Der Regen ist farblos und er hatte keine farblose Farbe, um ihn zu malen. Er sah sich das Blatt wieder an. Es war weiß oder grau, still und stumm. Stumm? Es trommelte nicht wie der Regen gegen die Fensterscheiben. Es sang nicht wie die Tropfen auf dem Teich. War es traurig? Das Blatt? Vielleicht. Ich werde dich bemalen, dachte der Maler. Das Blatt, ein Blatt, ein Blatt auf dem Papierblatt, ein Herbstblatt aus dem Herbstbaum im Garten. Malte er ein Blatt? Fragte Sebastian. Er mischte Herbstfarben. Herbstfarben? Gelb, grün, braun, feuerorange. Und malte Farbflecken, Farbflächen, Farbformen. Ein Blatt. Nein, das Grün streckte sich lang, spannte feuerorange Flossen in alle Richtungen aus und öffnete ein Auge, einen Mund und grüßte. Hallo? Überrascht sah es der Maler an. In der Mitte des Papierblattes schwimmend, ein Fisch. Ein Fisch? Wunderte sich Sebastian. Ja, der Maler konnte kaum daran glauben. Ein Fisch. Ein Blatt, das ein Fisch wurde, zu einem Fisch wurde. Ein Fisch, der aus seinen Händen wuchs. Er ist mir aus den Händen entschlüpft, dachte Hein und malte langsam das Wasser, die blaue Wasserfarbe des Meeres um den Blattfisch herum. Kann man einen Blattfisch umblättern? Wollte Sebastian wissen. Wieso? Kann man ein Blatt umblättern? Nun, und einen Fisch? Bücher kann man umblättern, erklärte ich. Schlag das Buch mal auf und schau hinein. Bücher haben Blätter. Und Blätter können Bilder haben, Fischbilder, wie hier. Also kann ich Fische umblättern, meinte Sebastian. Wenn du meinst. Bilderbücher kann man umblättern, sagte ich. Ein Buch mit Bildern von schwimmenden Fischen, dachte der Maler. Ein Fischbuch, sagte er plötzlich, das male ich. Jetzt wusste er, was er malen würde. Ich erzählte weiter. Es hörte auf zu regnen, die Sonne schien ins Zimmer herein, zeichnete die Fläche der Fensterscheiben auf den Boden. Der Fußboden leuchtete. Der Maler legte den Blattfisch sorgfältig auf den Lichtfleck. Nun schien die Sonne auf den Fisch. Die orangefarbenen Flossen strahlten noch feuriger. Sollte er Feuer fangen? Fragte Sebastian. Nein, nur trocknen, antwortete ich. War es ihm nicht zu heiß? Vielleicht. Dem Maler war es zu hell. Er war geblendet. Er hatte den Fisch in der Sonne angeschaut, trug die Sonne in den Augen. Drinnen und draußen. Wenn er sie zumachte, sah er rot und gelb. Wenn er sie aufmachte, sah er rot und gelb. Auf dem frischen, weißen Papierblatt auf dem Tisch sah er nur rot und gelb. Einen Fisch rot und gelb werde ich malen, beschloss er und malte, geblendet, einen Sonnenfisch. Den Fisch auf dieser Seite, den ganz runden? Nein, sagte ich, nicht diesen. Der Sonnenfisch blies sich auf, wie ein Ballon, eine Kugel, breitete die Flossen aus, wie Flügel, wie Fächer. Ich blätter mal weiter, ob wir ihn auch noch sehen. Da ist er. Großartig, sagte der Maler, als er ihn auf den Boden legte. Großartig, hallte es wieder vom Fisch, auf den Fußboden gelegt zu werden, neben diesem trockenen Blatt. Das Blatt knirschte.
Ich bin der Sonnenfisch, der König der Meere, brummte der Fisch mit tönender Stimme. Ich will einen Thron. Der Blattfisch knurrte. Dieser Luftballon, diese eitle Pampelmuse. Hein bat um Ruhe. Ich verlange, stotterte der König der Meere empört. Ihm wurde ganz heiß. Hat er Feuer gefangen? Fragte Sebastian. Bums, da platzte der Ballon. Bums, da knallte die Kugel. Bums, der Sonnenfisch war nicht mehr imstande, irgendetwas zu wünschen. Er wollte zu viel. Er verlangte zu viel. Seine Eitelkeit wurde zu groß. So groß, dass er platzte? Ja, sagte ich. Sein Kopf und sein Auge waren zu klein, dachte der Maler. Da gab es nur Raum, an sich selbst zu denken, sich selbst anzuschauen, wie geblendet. Traurig, meinte Sebastian. Traurig, warum? Er war doch großartig, wie ein Düsenflugzeug, wie eine Rakete, wie ein Raumfisch. Ein Raumschiff? Was? Wo hast du ihn gesehen? Hier, auf dieser Seite? Nein, der ist sein Nachfolger, Sonnenfisch der Zweite. Das ist der, den wir hier auch sehen. Der erste brannte aus und der Maler malte einen neuen. Der ist aber großartig. Ja, sagte ich. Und bescheidener. Der neue Sonnenfisch hing nun an der Wand, fuhr ich fort. Der Blattfisch auch, mit Reißzwecken angeheftet. Auf dem Fußboden lagen 5 andere Fische. So viele? Wunderte sich Sebastian. 4 Aquarelle. Montag früh hatte sich das Wetter wieder verschlechtert. Der Maler entschloss sich, zu Hause zu bleiben. Er hatte den ganzen Tag gemalt. Jetzt saß er im Halbdunkel und trank Tee. Schwarzen Tee, langsam, eine Tasse, 2. Schmeckt's? Fragte jemand. Es war der Sträfling. Wer war der Sträfling? Wollte Sebastian wissen. Der gestreifte Fisch, sagte ich. Er hatte dem Maler sein Leben erzählt, als ihm sein letzter schwarzer Streif gezogen wurde. Ich bin ein guter Fisch, hob er an, friedlich und sanft, von Gemüt, hilfsbereit, auf den Wohlstand meiner Mitfische äußerst bedacht. Der Sträfling war anscheinend ein Philosoph. Er dachte, sah die Fische um sich herum, starr wie bemalte, geräucherte, versteinerte Fische, stumm wie Fische, taub. Kaum, Fische sind nicht taub. Er konnte hören. Er besaß sogar ein absolutes Gehör. Eines Nachts bei Vollmond hatte er den Fisch im Mond gehört. Das Lied vom Fisch im Mond, das mit heller Stimme sang und summte. Und auf einmal fing der Sträfling auch an zu singen. Leise, aber klar, mit tiefer Stimme, seiner eigenen Stimme. Jetzt blätter ich mal wieder weiter. Hier sehen wir den Sträfling. Der Sträfling war anscheinend ein Künstler. Er konnte singen. Er lauschte auf die Fische um sich herum, stumm wie ein Fisch. Eines Nachts, bei Vollmond, fasste er Mut und sang wieder. Die Fische horchten, näherten sich, folgten ihm aufwärts zur Meeresoberfläche. Und dort, die silbernen Köpfe herausstreckend, hörten sie es auch. Das Lied vom Fisch im Mond. Und auf einmal fingen sie an zu singen, die Mitfische, die Heringe, die Flötenfische, die Geigenrochen, die Makrelen, die Aale. Es war ein Chor von Millionen verschiedener Stimmen, ein Konzert, ein Fest. Als sie aber noch dabei waren, ihre Lieder zu singen, da kam plötzlich ein Schrei. Wer hat mein Geheimnis verraten? Wer verriet euch, dass ihr eine eigene Stimme besitzt? Der Fisch im Mond, grün im Gesicht, richtete seine glühenden Augen hinunter. Der Schuldige soll sprechen, setzte er streng dazu. Der Sträfling sprach. Und der Fisch im Mond zögerte nicht und verurteilte ihn für den Rest seines Lebens, eine schwarz gestreifte Haut zu tragen, wie ein Häftling, wie ein Zebra. Schmeckt's? Fragte der Sträfling. Es schmeckt, antwortete der Maler. Einen starken Darjeeling trinke ich immer gerne. Möchtest du auch eine Tasse? Der Sträfling
möchte nicht. Er hatte noch Wasser im Bauch. Ja, an dieser Stelle möchte ich mal die Lesung beenden zu dem Aquarium aus Papier. Und ja, wie ihr euch, wie Sie sich vorstellen können, wird Sebastian noch mehr erfahren über das, was im Kopf eines Malers vorgeht, welche Stimmen er hört, welche Gespräche auch mit so stummen Lebewesen, wie wir Normalsterblichen glauben, wie es Fische sein sollten. Theresa Balthé, ja, sie ist eine gemeinsame Freundin von dir und von mir. Ich habe sie durch Yvette Centeno kennengelernt. Sie ist Germanistin und Musikerin. Sie hat, ich glaube, in Chicago und Lissabon Musik studiert. Sie hat eine Weile in Budapest gelebt und hat auch aus dem Ungarischen übersetzt. Ich weiß nicht was, weil ich mich da wenig auskenne. Sie war 40 Jahre jünger als Hein Semke, der ja schon 1996 gestorben ist. Sie ist jetzt so Mitte 70, ein bisschen drüber vielleicht. Ich weiß nicht, wie lange sie mit ihm verheiratet war, aber ich glaube, sie haben sich nicht in Lissabon kennengelernt, sondern in Hamburg, wo er herkam und wo er zwischendurch auch immer mal wieder gewesen ist. Sie hatte ein Stipendium in Hamburg und dort hat sie ihn getroffen und sie haben sich dann ineinander verliebt. Es gibt einige Gedichte von ihr aus dieser deutschen Zeit, auch zu Hamburg, zur Elbe. Das Bemerkenswerte, aber das hast du ja gesagt, das Bemerkenswerte an ihr ist, dass sie so gut Deutsch spricht, dass sie dieses Büchlein, diesen Text auch auf Deutsch geschrieben hat und erst nachher selber ins Portugiesische übersetzt hat, wo er dann in Portugal zuerst erschienen ist, auf Portugiesisch, aber das Original, wie du sagtest, ist ein deutsches. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ja, also von der Editionsgeschichte her ist das ein ganz besonderes Buch, kann man sagen. Ich finde es auch sehr schön gemacht. Hein Semke, das hast du auch gesagt, vor allen Dingen Bildhauer. Er hat sich ja selber kritisch gesehen als Maler im Hinblick darauf, dass er meinte, so lange schon Künstler und keinerlei formale stilistische Entwicklung. Das heißt, als Maler hat er sich selber kritisch gesehen, aber mit Farben konnte er fantastisch umgehen. Die Kontraste von diesen Fischen finde ich wunderschön und soweit ich sein Werk in Anführungszeichen, denn ich kenne nur ganz wenige Ausschnitte. Also soweit ich seine Gemälde kenne, sein bildnerisches Werk kenne, lebt das vor allen Dingen von den Farben. Es hat etwas sehr Expressionistisches. Mhm. Ja, ich hatte das wirklich sehr, sehr angenehme Vergnügen, dabei zu sein 2016, als Theresa so einen Teil ihres Fundus, der aus dem Nachlass von Hein Semke stammt und in ihrer Wohnung lagert, an verschiedene Museen in Portugal weiterzugeben, die eben seine Blätter in ihre Archive aufnehmen wollten, vielleicht auch die einige Ausstellungen. Und sie hat sortiert und wir haben dann einen Tag lang so aus sehr dicken Mappen, ja, ein ganzer Raum war voller Mappen, so Zyklen, also es gibt ja nicht nur den Fischzyklus, es gibt ja unendlich viele Zyklen mit Aquarellen und also sehr farbigen Blättern, auch großformatig, also so A0-Format, A1-Format. So im Flow, ja, also sehr schnell durchzuschauen, bestimmt 1000 an einem Tag, um zu sortieren. Ich sollte dann immer meinen ersten Eindruck sagen, ob das so Aschenputtelmäßig, ja, die guten Söpfchen und so weiter, ob die jetzt ausgewählt werden sollen für die Galerien. Ja. Aber ja, 2016 war eine sehr große Ausstellung in Lissabon in der Gulbenkian-Stiftung mit dem Titel Ein Deutscher in Lissabon. Wie du sagtest, ist er sehr früh nach Portugal gekommen und eigentlich sein ganzes Leben dann auch geblieben mit kleiner Unterbrechung von nochmal 2-3 Jahren Deutschland.
zum Teil aus gesundheitlichen, vor allen Dingen aus politischen Gründen, wobei er dann in Portugal ja auch in die Diktatur gekommen ist. Es gibt eine ganz kleine Straße in Lissabon, die nach ihm benannt ist, Ruhr-Hein-Senke. Ich glaube, gar nicht so schrecklich weit davon entfernt, wo Teresa lebt, in der Nähe eines Parks. Ja, also Glückwunsch. Übrigens soll es, hat Teresa geschrieben, eine Ausstellung in Porto geben. Zumindest ist das geplant zu Hein-Senke. Aber Teresa selber ist kritisch, weil sie meint, mit Corona, wer weiß, ob das jemals realisiert werden kann. Aber sie haben angefragt oder haben ihr geschrieben, dass sie das gerne machen würden. Der Seralvis-Stiftung, die ist bei Porto, ein sehr großer Park und in diesem Park dann auch Ausstellungsräume. Sehr schön. Danke. Viele Details, die ich auch noch nicht wusste, dass eine Straße nach ihm benannt ist. Vielleicht nur, um das auch mal kurz zu zeigen, diese Zeit, 1919 bis 23 hat er in einem Romanfragment selbst verarbeitet. Das ist ein autobiografischer Roman, ein ganz kurzer, das ist ein kleines Büchlein, aber sehr authentisch. Da beschreibt er also die Zustände in Hamburg nach dem Ersten Weltkrieg und unter anderem auch den Sturm auf die Davidswache. Theresa hat behauptet, er hätte da selber auch teilgenommen. Also Hein heißt in diesem Buch Hannes. Und es fällt sehr schwer, hier nicht auf den Autor zurückzuschließen. Und wir haben, er hat auch mehrere Mappen gemacht, die als Künstlerbücher gestaltet sind. Wir haben eins mal als gedruckt, das ist schon ein dickeres Büchlein. Also als gedrucktes Buch ist es sehr, sehr klein. Als gemaltes Buch ist es auch so im A2-Format oder so. Das kann man also kaum aufschlagen. Das trägt man in einer großen Mappe mit sich herum. Die muss man sich nur in den Arm klemmen. Und das sind also sehr witzige Zeichnungen. Kann man das so ein bisschen sehen? Licht. Ja, nicht so richtig. Das Licht, ne? Stört dabei. Mach mal das Licht hier weg. Mal sehen, ob das denn besser geht. Ja, also so ist besser. Ist so, also es sind so Strichzeichnungen, so ein bisschen wie das, was man so an den Rand eines Schulheftes gemalt hat. Mhm. Und dann daneben ein kleines Gedicht oder ein Aphorismus. Also meist auch ziemlich witzig. Und das Ganze aber im A1-Format. Das ist also jetzt hier sehr stark verkleinert und man kann es in die Hosentasche stecken. Ein Bestiarium. Für jeden Kalendertag eine Zeichnung. Mit so einem Zwitterwesen aus Tier und Mensch. Und dann hat Theresa sich noch an eine große Arbeit herangewagt. Sie hat Tagebücher von ihm transkribiert und abgetippt. Und das haben wir auch rausgegeben. Also das ist schon ein Werk, muss man sagen, also aus den 50er und 60er Jahren. Das also, Hein-Senke hat, das wird in den Tagebüchern anfangs, glaube ich, auch erwähnt, noch den Fernando Pessoa kennengelernt, Anfang der 30er oder Ende der 20er Jahre. In Lissabon. Ja. Okay, dann sind wir wieder bei den Büchern für die Großen angelangt. Ja, Katja. Und Hein-Senke, da muss ich ja mal nachlesen. Das ist für mich völlig, also außer, dass ich im Verlag gesehen habe, dass das von ihm erschienen ist oder mehreres, da muss ich ja mich mal nachinformieren. Irgendwie ist er für mich gar kein Name. War, wie gesagt, vor allen Dingen Bildhauer, weniger Maler und er erschien wohl in Portugal mit diesem Instrumentarium eines Bildhauers. Ich weiß nicht genau, was ein Bildhauer alles braucht, aber er hatte vor allen Dingen irgendetwas, was er immer dabei hatte, womit man auch Straßen hätte pflastern können, also so ein ganz schweres Instrument. Ein Hammer. Ja, irgend sowas in diese Richtung. Er war ein gläubiger Mensch, der Hein-Senke, so ein Protestant. Und er hatte unter anderem offizielle Aufträge in Lissabon, auch von der deutschen Gemeinde. Es gibt in Lissabon eine evangelische Kirche. Ich weiß nicht, Victor, ob du die mal gesehen hast. Ist in der Nähe von dem Praça de España, also dem spanischen Platz, eine kleine evangelische Kirche für die deutsche Gemeinde Lissabons. Und dort hat man ihn beauftragt, eine Skulptur anzufertigen. Die hat er aus Zement gefertigt und die hieß Kameradschaft des Untergangs. Er selber war ja Soldat im Ersten Weltkrieg und aus dieser Erfahrung resultierte seine Art,
weiß ich nicht, ob Schuldbewusstsein oder einfach Trauer. Jedenfalls hat er dieses Thema bearbeitet. Kameradschaft und Verlust des Ersten Weltkriegs, Verlust auch sicherlich von Freunden oder von Weggefährten, anderen Soldaten, Kameraden. Und eine große Zementplastik für die Kirche entworfen und ausgeführt, die heißt oder hieß Kameradschaft des Untergangs. Und während der Nazi-Zeit in Deutschland gab es natürlich in der deutschen Gemeinde in Portugal auch genügend Sympathisanten, faschistische Sympathisanten, die haben dieses Denkmal tatsächlich zerstört. Das gibt es nicht mehr. Es gibt nur Fotos davon. Und so sein bildhauerisches Werk erinnert ein klein wenig durchaus an, wie heißt der große Bildhauer, unser deutscher großer Barlach. Bildhauer? Genau, an Barlach, Ernst Barlach. Na, danke schön. Ja, Vielen Dank. ja, danke vielen euch auch. Dank.